Willkommen Leute, euer Gonzo hier mit einem weiteren Bosskampf in Dark Souls Remastered und zwar der Mondlichtschmetterling. Auf dem Weg dahin können wir noch die Elite-Ritterrüstung abgreifen. Und da zeige ich euch, wie man die holt, ohne gekillt zu werden. Das ist gar nicht so einfach. Ihr könnt natürlich auch drumherum laufen um das kleine Waldstück, um dann den Boss zu machen. Aber wenn ihr die Rüstung haben wollt, müsst ihr entweder die schwarze Ritterhellebarde haben auf plus 5. Da seht ihr. Da sind die großen Wächter, ein One-Hit. Oder ihr macht Hit and Run. Ihr läuft rein, holt euch die Rüstung und lauft wieder weg. Da liegt sie auch schon. Jetzt ist der eine hier nicht gekillt worden, denn die Gegner sind beim Aufstehen für kurze Zeit unverwundbar. Denkt daran. Hier holen wir uns die Elite-Ritterrüstung und schneiden uns den Weg durch dieses Buschwerk. Diese Buschmänner lassen auch wertvolles Zeug liegen. Und ich glaube, ich habe es einfach liegen lassen an der Stelle. Wichtig ist, dass er hier lebendig reingeht, also keine Hülle. Lebendig, keine Rosine. Das ist der einzige Gegner, glaube ich, dem ihr wirklich entgegentreten müsst, wenn ihr außen herumlauft. Ich gucke mich da nochmal um, da war keiner mehr. Und hier unterm Gebüsch ist ein NPC versteckt. Und da habe ich stark gefailt. Das war nicht mein letzter Fail heute. Wir rufen die Hexe Beatrix. Das ist wichtig, damit sie uns später bei einem großen Bosskampf auch zur Seite stehen kann. Anschließend, nach dem zweiten Bosskampf, bei dem sie hilft, bekommen wir auch ihre Ausrüstung. Die Hexe hat auch gegen den Abgrund gekämpft. Oder gegen die Könige? Die Könige im Abgrund? Im zweiten Abgrund, nicht im ersten Artorias-Abgrund. Im zweiten Abgrund. Vielleicht erkläre ich das ein andermal. Der Mondlichtschmetterling, den bekämpfen wir von einer Brücke aus und ich habe Brandbomben ausgerüstet. Nur so zum Spaß, weil ich hier noch keine Pyromantie besitze, keine Feuerbälle besitze. So. Natürlich würde es Sinn machen, sich erstmal Feuerbälle zu besorgen oder den Drachenkopf, damit wir Feuer speien können. Den besitze ich zu der Zeit bereits. Ich habe seinen Schweif gestört, habt ihr gesehen? Und da kassiere ich den ersten Treffer. Ich versuche einfach nur ein bisschen mit den Brandbomben auch mal zu treffen. Während ich hier rumfaile und mich treffen lasse, macht Beatrix für mich den Kampf. Und auch schon wieder bin ich in die falsche Richtung gerollt und wurde getroffen. An der Stelle habe ich pures Glück, denn während ich trinke, hätten mich eigentlich diese drei Strahlen getötet, wenn sie an der Brücke nicht abgeprallt wären. Und da ist der Bosskampf vorbei, bevor ich so richtig mit eingestiegen bin. Normalerweise kommt er runter, um die Blumen zu essen an der Brücke. Und dann kann man ihn verprügeln. Ich zeige euch jetzt noch, was man bekommt, wenn man den Mondlichtschmetterling besiegt hat. Denn da befindet sich einiges Wichtiges oben auf dem Turm. Und zwar die heilige Glut, um heilige Waffen herzustellen. Ein Schlüssel. Ich glaube, der ist da, um Havels Tür zu öffnen. Das haben wir schon gemacht mit dem Generalschlüssel. Und ein Homeward Bone, ein Heimkehrknochen, mit dem wir von hier wieder wegkommen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Macht's gut. Ciao, bye bye. Bis zum nächsten Bosskampf. Euer Gonzo.